Hallo liebe Freunde, heute hier aus dem Airbus 320. Heute möchte ich Ihnen mal demonstrieren, was passiert, wenn man die Tanks leer fliegt bei so einem Flugzeug. Und zwar fliege ich hier von Hamburg nach München und ich fliege mal schon bewusst mit zu wenig Kraftstoff los. Damit fängt das schon mal an. Also hier wird mir schon angezeigt, ich habe eine Tonne zu wenig an Bord. Und ich habe für diesen Flug jetzt getankt, das können Sie hier sehen, 2,1 Tonnen. So. Und ich werde Sie dann mal durch die Warnung führen, was überhaupt passiert in so einem Fall. Kann das überhaupt einer Besatzung passieren, ohne dass sie nicht durch alles, was geht, gewarnt wird? Ausnahme ist natürlich immer ein technischer Defekt, der auch auftreten kann. Dann werden die Karten neu gemischt, aber der Airbus hat so viele Sicherheitsfeatures eingebaut, dass das eigentlich unmöglich ist. Deswegen ist auch der letzte Crosscheck vor dem Start nochmal Fuel on Board zwischen Kapitän und erstem Offizier, bevor die Schubhebel nach vorne gesetzt werden. Ich melde mich dann gleich wieder aus dem Reiseflug und werde dann mal, wenn die ersten Warnungen hier auftauchen, mit Ihnen das durchgehen und dann natürlich auch die entsprechende Gleitfluglandung irgendwo, wo wir dann landen, versuchen hinzubekommen. Ich weiß es ja nicht genau, wo mir der Sprit ausgeht, aber kurz vor München wird das irgendwo der Fall sein. Bis gleich. Ja, hallo, hier bin ich wieder. So, nun kommt die erste Warnung hier. Ja, also Sie sehen das, dass die Tanks langsam leer werden. Also Fuel Fit X-Fit On soll ich machen. Das mache ich jetzt mal. Hier oben unter Fuel das X-Fit On. So, das habe ich gemacht. If Gravity Feed X-Fit F. Das machen wir ja nicht, denn wir haben ja Fuel Pumps on. Also das ist in Ordnung. Drücken wir mal so weg. Lässt er nicht wegdrücken. Gut. Fuel X-Feed haben wir. Jetzt sagt er wieder X-Feed off. Mal gucken. Haben wir es off gemacht. Nützt auch nichts. Gucken wir mal, die Pumpen laufen noch alle gut. Gut, wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, hallo meine Freunde, hier bin ich jetzt nochmal persönlich. In der kleinen Einleitung haben Sie gesehen, was ich vorhabe. Ich fliege heute mal bewusst die Tanks leer hier von dem A320. Beim Start habe ich schon angezeigt bekommen, ich habe zu wenig Kraftstoff an Bord auf dem Flug von Hamburg nach München. Ich befinde mich gerade in der Linkskurve. Wir drehen ein auf Sarstedt VOA bei Hannover in Level 290. Und wir fliegen ganz normal im Managed Mode im Moment. Und haben noch 960 Kilo. Es wird mir schon angezeigt, Land ASAP. Vorher habe ich schon eine Kraftstoffschaltungswarnung bekommen, dass ich die Tanks auf Crossfeed schalten soll. Das habe ich auch gemacht. Die sind auf Crossfeed geschaltet. Ich hatte Ihnen das kurz angezeigt. Nun, warum mache ich das? Diese Frage wird mir sehr häufig gestellt. Was passiert eigentlich, wenn man die Tanks leer fliegt? Kann das passieren? Also unter normalen Umständen eigentlich nicht. Es gibt so viele Vorwarnungen, Entschuldigung, muss mich mal kurz räuspern. Es gibt so viele Vorwarnungen hier im Cockpit. Das geht schon beim Start los, dass ich in der MCDU, also hier unten angezeigt bekomme, ich habe zu wenig Kraftstoff an Bord, habe ich Ihnen gezeigt. Dann machen beide Piloten ja vor dem Start, also bevor die Leistungshebel auf Schub gestellt werden, nochmal einen Fuel-on-Board-Check, bestätigen sich, was sie an Bord haben. Das wird Ihnen ja hier angezeigt. Jetzt haben wir noch 900 Kilo, also das ist natürlich deutlich zu wenig für die Strecke. All das müssen wir in den Wind schlagen. So, jetzt haben wir immer noch Zeit zu reagieren. Wir haben immer noch Zeit, eine Sicherheitslandung durchzuführen. Das Land ASAP kommt ja auch nur in Orange. Womit ist das vergleichbar? Ich vergleiche das immer gerne in meinen Mentorings und Trainings bei Führungskräften damit, wenn mir die Liquidität ausgeht. Eins habe ich in der Betriebswirtschaftslehre gelernt und in Bad Harzburg damals auf der Führungsakademie für das Top-Management, was ich nach der Bundeswehr-Offizierzeit absolviert habe, hat mir immer noch gute Erinnerung. In Erinnerung stehender Professor, der mittlerweile verstorben ist, der Professor Dorn, gesagt, Dr. Dorn, du darfst alles werden. Du kannst mal unrentabel werden, du kannst auch mal einen falschen Griff tun, du kannst alles dir leisten im Unternehmen, aber eins kannst du dir nicht leisten, auch nur eine Sekunde illiquide werden, also zahlungsunfähig werden. Dann stehst du nämlich mit dem Rücken an der Wand und bist bei einer Körperschaft
wenn du kein Kapital nachschießen kannst, schon im Bereich der Straftat, wenn du das tust, also unterkapitalisiert weitermachen. Das heißt, in dem Moment, wo ich illiquide werde, bin ich insolvenzreif, beziehungsweise früher konkursreif. Bei einer Personengesellschaft ist das nicht ganz so. Da kann ich natürlich weitermachen, muss mich aber auch irgendwann, muss ich mir die Frage stellen, wenn ich meine Rechnung nicht bezahlen kann, wo das denn hinführen soll, wo ich das Geld herbekommen soll. Es gibt eine unendliche Zahl in Deutschland an verschleppten Insolvenzen. Und wir haben eine riesen Bugwelle zu erwarten. Wir schieben gerade eine vor uns her. Und diese Insolvenzen werden kommen jetzt nach Corona. Es geht ja auch schon hier und da mal durch die Medien, wenn das ein Unternehmen trifft, was relativ bekannt ist. Hakle jetzt, der Tissu- und Toilettenpapierhersteller etc. ist immer wieder passiert das. So und ähnlich, es gibt auch natürlich für Insolvenzen enorme Frühindikatoren. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Da haben Sie in der Betriebswirtschaft im Controlling Frühindikatoren. Wenn Sie natürlich kein passendes Controlling haben oder Sie ignorieren das bewusst als Geschäftsführer oder als Board, dann passiert das halt. So. Und da wird oft nach dem Motto gefahren, Hoffnung stirbt zuletzt. Und hier im Flugzeug endet das dann bitter, das werden Sie sehen. Also wir werden gleich in eine Situation kommen, und das werde ich Ihnen dann vorführen, dass die Triebwerke nacheinander hier abstellen. Und dann habe ich auch keine APU mehr, keine Accelerated Power Unit, die ich dann anmachen kann, um hier Strom zu erzeugen. Dann habe ich hier ganz schlechte Karten. Dann habe ich ein Segelflugzeug nahezu ohne Instrumente. Und das führe ich Ihnen dann auch mal vor, was dann passiert. Mal gucken, wie das ausgeht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das auch noch nie gemacht hier mit dem Airbus. Das ist auch das erste Mal. Deswegen sind mir auch die Warnungen jetzt nicht völlig geläufig. Die müsste ich dann im Handbuch nachschlagen. Aber ich lasse das mal auf mich zukommen. Das Schöne hier ist an dem Flight Management ist ja, dass er das sehr logisch anzeigt, was dann passiert. Wir haben also noch 750 Kilo. Ich schätze mal so auf 200 Kilo können wir den runterfliegen oder 150 Kilo und dann macht das hier Puff. Und dann werde ich Sie aber live dann dazuschalten. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, ich habe es jetzt mal bewusst dunkel gemacht hier. Wir kommen jetzt langsam an die 500 Kilo ran, die wir haben. Ich zeige Ihnen das dann auch mal mit einer zweiten Einstellung. Hier über meine, das schneide ich dann zu. Die 500 Kilo kommen wir, ne, so 520. Ich bin immer noch hier oben nur auf Crossfeed. Und ich habe hier die Land ASAP Warnung. Und unter 500 Kilo geht das dann gleich so langsam los mit den Warnings. Wir fliegen in Level 290. Das Wetter heute hier auf dem Flug nach München von Hamburg aus ist gut. Wir sind jetzt irgendwo gleich quer ab Leipzig-Halle gewesen. Ich gucke mir das mal eben an, was noch zur Verfügung steht an Airports. Ja, hier ist Leipzig-Halle, ne? Da. Also da kommen wir gleich hin, Richtung Nabub. Namub, so ist mein nächster Fix. Ansonsten ist Essen noch da in der Umgebung, das nützt mir aber nicht viel. Schauen wir mal. Wir müssen uns ja dann ein Notlandefeld suchen. So, in der Regel kündigt, sage ich mal, sich ein Triebwerkscut so nicht an. Aber es hat tatsächlich Situationen gegeben, da haben Piloten, nehmen wir den Transatflug über den Atlantik, die entsprechenden ganzen Warnings fehlinterpretiert, die sie hatten. Die hatten dann zu wenig Sprit. So, jetzt haben wir hier die erste Warning. Wir haben hier Destination, Fuel on Board below Minimum, zeigt er mir jetzt an. So. Jetzt wird das also langsam schon eng. Wir gehen auf 460 Kilo runter. Noch läuft alles, aber gleich werde ich hier oben mit den Fuelpumps ein Problem bekommen. So, ich behalte mal mein Handy in der Hand. Im Moment, also ich brauche hier nicht in Panik geraten, das Flugzeug fällt dann nicht wie ein Stein vom Himmel, wenn die Triebwerke ausgehen. Das wird nicht passieren. Also da können wir relativ entspannt bleiben. Wollen wir mal gucken. Also wir sind unterwegs mit 300 paar zerquetschte Knoten, Mach 0,76 in Level 290, das hatte ich gesagt. Sie müssen die Spiegelung hier in den Displays etwas entschuldigen. Das ist halt Simulator. Ne? Es ist kein echtes Flugzeug mit. So ein Quatsch würde ich ja mit einem echten Flugzeug nicht machen. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, die Illiquidität eines Unternehmens, die kündigt sich ja ähnlich an. Auch da gibt es ganz viele Vorwarnungen. Das passiert alles nicht so plötzlich.
Und man muss schon eine ganze Menge in den Wind schlagen hier. Ja? Also jetzt habe ich diese Warnung, die haben auch schon BIM gemacht am Anfang einmal. Immer wieder in Gelb da. Also ich kann sowas eigentlich nicht übersehen, wenn ich mein regelmäßiges Scanning mache. Beziehungsweise eine Warnung mit der Crossfeed-Schaltung habe ich ja schon bekommen. Und die Land-ASAP, den Land-ASAP-Hinweis habe ich ja noch nie auch bekommen. Also da sollte ich da eigentlich schon genug Indizien haben, zu sagen, komm, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also ich bin low. Mit Fuel. So 400 Kilo haben wir passiert. Und mal gucken, wie lange das jetzt gut geht. Noch ziehen die Kraftstoff. Ich zeige Ihnen das mal hier. Fuel aufmachen. Noch zieht der sauber Sprit. Ne? Noch hat er auf jedem Tank 160, 140 Kilo. Die Center-Tanks sind leer geflogen. 80 Kilo sind da nicht ausfliegbar. So, aber wir warten mal. Wir warten mal ab, was passiert. Das wird spannend. Habe ich, wie gesagt, auch noch nicht gemacht hier. Das ist neu für mich. Ich habe es auch noch nicht. So, was dann passiert, ist irgendwann, dass die Red rauskommt oder am Air Turbine. Wir hatten das Thema. So, jetzt haben wir hier STS. Wir haben einen Hinweis bekommen. Left Crank. So, hier. So, jetzt steigen mir die Fuel Pumps auf. Links ist die Fuel Pump ausgestiegen, die eine, weil die keinen Druck mehr hat. Ne, die hat hier Load, das sehen Sie. So, jetzt heißt es, wahrscheinlich wird mir gleich das linke Triebwerk zuerst ausgehen. Ich mach mal nix. Ich warte mal ab. Das wird wahrscheinlich gleich passieren. Ich schätze mal, so 20 Kilo hat sie noch zum Ausfliegen und dann ist Schluss. Außentemperatur zurzeit minus 27 Grad. Also relativ kalt. So, noch läuft das Triebwerk aber. So, die Pumpe 2 ist ja auch noch in Betrieb, ne? Nur die Pumpe 1 ist ausgestiegen längs. So, wir gehen unter 300 Kilo. So, und jetzt habe ich, Sie sehen es, die rechte Warnung auch. Und hier geht sie auf off. Ich habe das rechts das gleiche Problem. Ne? Der Tank war ein bisschen voller, daher kommt das ein bisschen später, das ganze Drama. So, links haben wir noch 100 Kilo. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit das runtergeht. Also ich glaube noch so, na, maximal auf 50 jeder. Also mehr wird nicht gehen. Bei 50, glaube ich, ist Schluss. Eigentlich müsste hier gleich schon das Ende erreicht sein der ganzen Geschichte. Schauen wir mal. Und dann ist Schicht im Schacht hier. Na, ich zeige Ihnen das mal. Wir gehen jetzt runter auf 80 links. Ja, die fängt schon an, nicht mehr sauber zu laufen, die Turbine. Sie hat schon die ersten Schwankungen hier oben gehabt. So, wir drehen auf den nächsten Fix Aberu ein. Ja, wir sind jetzt links bei 80. Aber eine Pumpe läuft noch. Ja. Wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. So, beide Kraftstoffpumpen links aus. Na, sie geht wieder an. Das ist durch die Kurvenlage jetzt wieder aus. Sie sehen, sie flackert. Das war übrigens das alte mit dem Gimli-Glider, das gleiche Phänomen. Ne? So, jetzt haben wir links komplett keine Kraftstoffpumpen mehr. So, jetzt sagt er, wenn Left Tank Fuel Required, Left Tank Gravity Only und so weiter. Jetzt kommen die ganzen klassischen Warnmeldungen, wenn der Kraftstoffdruck weg ist. Sie sehen das, aber noch läuft die Turbine. 60 Kilo. Mal gucken, ob mein Tipp mit 50 hinhaut, dass sie mir dann ausgeht. Noch laufen sie. Gravity nur noch, ne? Sie saugen nur noch. Also so, rechts das gleiche Problem jetzt. Jetzt habe ich alle Fuel Pumps verloren, Sie sehen das. Noch laufen aber die Triebwerke. Sie laufen noch. Wir fliegen ganz normal. Ich habe hier eine Master Caution. Drücke ich mal weg.
So, alles ist Low Pressure hier. Das heißt nur noch Gravity. Die Pumpen ziehen sonst Luft, ne? Die haben keinen Druck mehr. Und auch laufen aber die Triebwerke. Also die kann schon sehr viel leer fliegen, der Airbus. Und jetzt haben wir auf beiden Seiten 60 Kilo. Also kann den schon gut leer fliegen, 180 Kilo in Summe. So. Gleich wird es spannend jetzt. 40 Kilo links. Da ist er wirklich gut. 180 Kilo. Wirklich gut. Ich weiß nicht, ob das in real auch so funktioniert. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen immer von der Fluglage ab. Temperatur etc. pp. Gucken, wann er mir jetzt Feuer ausmacht. Langsam bemüht hier ein bisschen meine Hand. Mit dem Handy. Ich unterbreche mal kurz mein Video hier. So, ich beobachte weiter und wenn die Turbine aussteigt, dann schalte ich sofort wieder ein. 40 Kilo Bose. So, links habe ich eben schon einen kleinen Ruckler gemerkt in der Turbinenleistung. So, die Turbinenleistung nimmt ab, Sie sehen das, 81. Das heißt, der kriegt nicht mehr genug Sprit. 20 Kilo auf beiden Seiten, also das ist theoretisch, glaube ich, 140 Kilo Sprit. Die Tank so, jetzt schwanken die Turbinendrehzahlen. So, Sie sehen, der kann die Leistung nicht mehr halten, die er eigentlich braucht. Die hält er nicht mehr. Wir gehen von den blauen Dots hier weg. Er hat also automatisch die Leistung reduziert. 80,7 nur noch auf beiden N1. Das ist jetzt wieder 80,8. Das ist also, der schluckt jetzt den letzten Sprit. 81, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr. Alles im Gravity-Modus. Aber man hört es noch nicht. Wir ziehen 1,4 Tonnen pro Stunde. Jetzt hat er gerade mal wieder, so links ist aus, 0. 80,9. Tja. 0 ist 0, eigentlich muss er ausgehen. 80 Tonnen, 80 Kilo noch. Normal müssen sie stehen bleiben gleich. Da ist sie. So, links geht aus. Sie sehen es, links geht aus. 80 Kilo gesamt und rechts geht aus. Zack, 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 zack. So, jetzt schmiert mir hier alles langsam ab. Der Strom fällt aus. Da oben geht so alles, blinkt und so, hier ist alles dark. Sie sehen es. So, Master Switch, Autopilot ist aus. So, ich habe nur noch links die Instruments und den Nothorizont. So, jetzt ist sie mal so richtig schön laut und unangenehm. Jetzt mache ich mal mein Handy aus. Man muss die Maschine fliegen, ne? Und ich fliege sie, ich habe keinen Flight Director mehr, nix. So, ich fliege sie mal trotzdem von rechts. So, ich habe jetzt 60 Meilen zur Verfügung, 60 Meilen. Und mir ist hier so alles ausgefallen, was geht. Habe ich überhaupt noch AirPods? Ja. Die ganze Beleuchtung ist weg da oben. So, was nehmen wir denn mal? LKKV, EDAC, das sieht nicht gut aus hier. Ich versuche mal umzudrehen und nach Leipzig zu gehen. Machen wir die Systeme aus hier. Geht auch nicht mehr. Das heißt, ich kriege den Klingelton hier nicht weg. Aber Flysy Aircraft First. Ne? Also ich gehe jetzt hier schön nach den beiden. So, jetzt habe ich sie weg hier. So, alle Warnung mal weggedrückt. So, jetzt ist Ruhe im Karton. So, den drehen wir mal runter auf 10. Den drehen wir auf QNH. So, eine Funke geht noch. So, ich muss mal gucken, was mir hier zur Verfügung steht. Ernstlich. So, wir müssen 205 Knoten fliegen. Weil 210, das ist die optimale Geschwindigkeit. Das machen wir mal. Um den besten Gleitweg hinzukriegen. Ich glaube, ich habe rund 60 Meilen zur Verfügung. 29,6. Ich habe ein bisschen durch die tatsächliche Höhe, die ist ein bisschen besser, aber ich muss halt auch ein bisschen mehr Sinkwinkel nehmen. Flight Director kriege ich, kann ich auslassen. Ja, der läuft auch nicht mehr.
So, die Red ist an, ne? Meine Ram Air Turbine, die ist an. Die ist auf Auto auch angesprungen. Ich guck mal, was mir hier noch bleibt an AirPods. 29,2 habe ich. Ich bin slightly too slow. Ich muss ein bisschen mehr runter. Wahrscheinlich so mit dem Horizont auf dem. Also Sie sehen, fliegerisch ist das jetzt nicht so der Hit. Also nicht so anspruchsvoll. Rudd ist out, hier steht hier. Fliegerisch ist es nicht so anspruchsvoll. Ich habe auch gutes Wetter, ich muss ein bisschen schneller werden. Tja, was nehmen wir denn da mal? EDAC, das weiß ich überhaupt nicht, was das ist. So, dafür habe ich mir natürlich hier mal mein Sicherheitsding hingelegt. EDAC. Da gucken wir mal eben. Drehen aber weiter. EDDP, da ist Leipzig-Halle, 60 Meilen. Müsste ich schaffen. Müsste ich schaffen. Ich fliege mal EDAC an, versuche aber Leipzig-Halle hinzukriegen. EDAC ist Leipzig-Altenburg. Ich glaube, das können wir mal knicken. Ne? Was haben wir denn da? Ja, 2400 Meter. Also Leipzig-Altenburg könnte ich machen. Das andere ist Leipzig-Halle. Dann gehe ich erstmal auf Leipzig. Ich bleibe mal hart dran hier und gehe jetzt langsam. So, Speed ist gut. Ein bisschen. So, ich habe ja schon gesagt, wir fliegen etwa auf der weißen Horizontlinie. Ich versuche das jetzt nochmal zu filmen hier. So, ich fliege jetzt auf der weißen Horizontlinie. Sie sehen, Fly-by-Wire, das geht lassen in der Kurve drin. Um die 200 Knots, 220. So, um jetzt einen optimalen Gleitwinkel hinzubekommen. Hier habe ich auch, ich mir jetzt mal die ganze Beleuchtung ausgefallen. Kriege ich hier mal hin. Was habe ich? Ein optimales Speed, Max Red 1000. Das Speed, ja. Okay. So, ich mache das mal wieder aus. Sie sehen, so, wir gehen jetzt schön auf Leipzig zu. Wir sind zu schnell, wir können ein bisschen langsamer fliegen. So, Strecke machen. So, da fliegen wir mal hin. Wir müssen das ja manuell machen. So. Nee, sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Gerade Altitude ist auch ausgefallen. Na herrlich. So, dann machen wir das mal. Wenn das gar nicht hinhaut, gehen wir nach Altenburg. Ja. Meiner Meinung nach müsste ich das hinkriegen. So, ist natürlich wunderbar leise jetzt hier im Flugzeug nicht. Das hören Sie, wunderbar leise. So, so ausgefallen ist mir alles, bis auf eine Funkgruppe, eine NAV-Seite. So. Oxygen Mast haben wir auch aufgezogen, haben wir gemacht. Descent initiated, Emergent Descent und so weiter. Das machen wir mal alles weg hier. So. Also wir haben natürlich im Ernstfall sofort Sauerstoffmasken auf. So, ich bin mal der Berufsoptimist und bereite mich mal auf Leipzig Halle vor. Laut. So. So, ich wechsle mal meinen Platz nach links mit der Kamera auch. Sie sehen, ich lasse ihn mal einen Moment alleine fliegen, da passiert auch nichts. Bin gleich wieder da, meine Damen und Herren. Ich wechsle mal den Platz auf links und lasse sie dann da teilhaben. So. Sie sehen, der fliegt auch von alleine, ne? Also der fliegt relativ eigenstabil, der Flieger. Da muss man sich jetzt nicht hektisch, also diese üblichen Dinger, die Sie da immer sehen im, im Film, ja, wo sie dann alle hektisch an dem Flugzeug rumeiern da mit den. Ach hier, ich habe ein Kind gesessen vorher. Manchmal habe ich so. Moment, wo habe ich denn meinen Hebel hier? Hier. So. So, sie fliegt immer noch, Sie sehen, voll auf der richtigen Speed. Ich zeige Ihnen das nochmal. So, sehen, ich habe den ja lange nicht gesteuert, den Vogel, aber er fliegt genau richtig, ne? Genau richtig. Wind haben wir von vorne, das ist natürlich nicht so schön mit 30 Knots, ja. 40 Meilen noch, aber das schaffe ich, glaube ich. Von der Rate habe ich das jetzt mal überschlagen im Kopf, das müsste ich schaffen. So. Nehmen wir mal Leipzig an. Ups.
Das war der Einraster hier von der Höhenvorwahl. So mal. So, jetzt der sitzt in der richtigen Höhe für mich. So, wir lassen ihn fliegen. Jetzt ist ein bisschen zu langsam. Dann drücke ich ihn ein bisschen nach hier. Ein bisschen nach links, um wieder auf die Kurslinie zu kommen. Was ich hier habe, ist mein Bird. Ne? Mein Bird habe ich noch um die Kurslinie her. Das ist mein Bird, der blaue. Und hier bin ich auf Kurs. Ne? Und ich will nach EDDP. Das will ich versuchen. Altenburg ist ja links, aber ich habe ja noch Level 200. Muss ich mich von links nach rechts mal eben umgewöhnen. So, bin ich ein bisschen zu langsam. Jetzt muss ich ein bisschen korrigieren. So, und ich suche mir jetzt mal raus. Airport suche ich mir mal raus. Airport. Ja, nicht langsamer werden. Und schön auf Kurs bleiben. Wir korrigieren den Kurs mal genau auf EDDP. So. Und nehmen die Nasenschlag runter. Bisschen drunter trimmen. So. Trimmung kann ich ja manuell noch betätigen. Und guck mir mal EDDP aus jetzt. So. Na? So, EDDP, ne? Ja. Da ist er. Leipzig. Approach. Was haben wir denn? Östlichen Wind wahrscheinlich. Echo Delta Alpha Charlie Airport Information India 105. Ein bisschen nachkorrigieren, ein bisschen nachtrimmen. Eight visibility 10,000. Sky condition few clouds at 3,800. Ceiling 4,300. Overcast. Temperature 3. Dew point minus 5. QNH 1028. Flies on initial contact with information India. Dann nehmen wir mal die 26 links. Ich glaube. Alpha Charlie Airport Information India 1050 Zulu Weather Wind 026 at 8 Visibility 10,000. Ja, 2068, also das haut hin. Dann gehen wir nämlich auf den. So, da muss ich ein bisschen rechts steuern, dass ich einen 26er Anflug machen kann. So. Wir sind noch Level 183. Also noch alles ist schön, alles ist gut. Level 183. Sie sehen, ich bin hier relativ entspannt im Cockpit. Wetter ist natürlich gut. Das macht eine Menge aus. Gutes Wetter. So, hier habe ich meine Anflugkarte. Was haben wir denn für eine Flugplatzhöhe in Leipzig? 470 Fuß. Jo, ziehen wir die hier mal ab. Also rund Level, rund 17.000 habe ich noch. QNH muss ich mir mal eben anhören. Juliet 1054 Zulu weather wind 022 at 7 visibility. Ah, 022. Sky condition 4100. Scattered ceiling 5000. Broken temperature 4. Dew point minus 5. QNH 1028. Flies on initial contact. You have information. Juliet. Also. Könnte auch ein Nordostwind sein. Und dann entscheide ich mich um. Dann gehe ich auf die Ostbahn. Ja, dann entscheiden wir uns um und gehen auf die 08 links. Auf die 08 links. Das ist auch ein bisschen günstiger. Das ist eigentlich wurscht. So, 08 links. So, meine Speed ist gut. Ich trimme sie nochmal einen Hauch nach unten. So, was hält mir jetzt das ganze System hier am Leben? Ist, ich habe ja keine APU mehr, nichts. Meine Batterien haben 27 Volt. Sondern das ist die RAT, ne? Die RAM Air Turbine. Ne? Die funktioniert noch. Meine Systemwarnung kann ich wieder anschalten. So, die funktioniert noch. Also, nochmal für die Kritiker jetzt unter Ihnen, die meinen, nein, jetzt drückt man den Knopf zuerst, jetzt will ich erstmal heile runterkommen. Ich gehe hier nach den Meldungen. Ich habe keine Zeit im Handbuch nachzuschlagen. Das ist eine Situation, die kenne ich nicht. Die üben Sie auch in der Regel nicht, ein leer geflogenes Flugzeug zu fliegen. Oder wenn nur einmal. Ich arbeite jetzt das hier logisch ab und bei Mind.
groß rumlesen ist nicht mehr. So, ich habe halt jetzt ein bisschen Hydraulikdruck noch, ich habe noch ein bisschen Elektrik durch die Ram-R-Turbine und die ist auch draußen. Ich habe kein Radarhöhenmesser mehr, nix. Ich fliege jetzt so, dass ich die 08 ansteuern kann. Wir haben auch etwas nordöstlichen Wind. Ja, ich versuche mal das Landesystem zuzuschalten. 08 ist die, ja, ist natürlich hier alles falsch. Das muss ich jetzt erstmal machen. Flight Plan. Clear. Init. So. DDH. DDP. Mache ich mal rein. Dann Flight Plan, da interessiert mich nur noch EDDP, Arrival, was habe ich gesagt, 08 links, No Star, Tempo Insert, so und hoffe, so 108,55, ja das passt, ist meine ILS-Frequenz, so ich bin immer noch slightly, so und gehen wir ein bisschen nach rechts wieder, obwohl ich brauche ja einen Anflugraum, also dann schalte ich den schon mal auf 20 Meilen. Ja, ich gehe mal noch ein bisschen weiter raus. Das ist nicht gut. Level 140, 15 Meilen, das haut hin. Das passt. So, kann ich die Flaps fahren? Ja, aber das geht alles äußerst langsam. Was sagt er hier? Expect Cabin High Rate und so weiter. Ja, ja. Also meine Kabinendruckrate sinkt jetzt ab. Ich kann gleich die Sauerstoffmasken aufnehmen. Ich muss um die 200 fliegen. Das mache ich auch. Ja, passt. So. So, ich kann jetzt mit dem Anflugwinkel ein bisschen spielen. Ich habe eine Sinkrate von 1300 Fuß pro Minute. Ich fliege 200 Knoten schnell. Bin noch 10 Meilen draußen. Da kann ich ein bisschen weiter ausholen. So, die erhöhe ich jetzt mal ein bisschen, die Sinkrate. Ich habe ja nur einen Versuch. Ich kann natürlich mit den Klappen noch was machen und den Speedbrakes. Mal gucken, habe ich eigentlich die elektrische Pumpe hier noch? Ne, die ist auch ausgefallen. Also ich habe auch keine elektrische Hydraulikpumpe mehr. Das ist dann mal so schlecht. 10 Meilen noch, also da bin ich noch reichlich hoch. Ich kann ausholen. Also ich überschlag das jetzt nur im Kopf, ne? Die Höhen, 1200 Fuß Sinkrate, da muss ich nicht so dicht anfliegen. Dann gehe ich mal über den 5 Mokul hier rein. So. Ich gehe jetzt mal hier über meinen Punkt Mokul, ich versuche Ihnen das jetzt nochmal eben zu zeigen und dann mache ich das Handy auch weg. So, hier versuche ich jetzt anzufliegen, ne? So, hier habe ich schon den ILS, ich habe mein Distance to the Field. Ich bin ungefähr richtig mit der Speed, richtig auf dem Dot hier, das passt alles. So, ansonsten habe ich hier nichts mehr, außer Stille. Ne? Und ich bin noch, so, ich höre mir nochmal das Wetter an. Echo, Delta, Delta, Papa. Das ist es. Information, Kilo, 1050, Zulu, Weather, Wind. 016 at 6, visibility, ja. 10,000, sky condition, 4,100, scattered ceiling, 4,200, broken temperature, 5, dew point, minus 4, QNH, 1,028, rise on initial contact, you have... So, der Wind ist nordöstlich, nordnordöstlich, so ich fliege jetzt bewusst ein bisschen an Leipzig vorbei, weil ich bin mit 10.000 Fuß noch sehr hoch. Und ich will mir das jetzt sauber einteilen. Ich habe noch alle Zeit der Welt. Ich habe 9 Meilen Abstand. So, ich habe eine Sinkrate von rund 1300 Fuß. Das ist ein ganz guter Segelflieger, ne? Das merken Sie schon. Ich fliege noch bewusst ein bisschen weiter raus. Bremsen kann ich die Maschine nachher immer noch und lang und schneller sinken lassen. Ich will bewusst nicht so, ich will immer optimalen Speed weiterfliegen. Wir fliegen mal auf Delta Papa 3.2 raus. Bleiben mal so im Circuit von 10 Meilen drin.
9000 Fuß über Grund. So, jetzt drehe ich sie mal langsam. Jetzt komme ich gleich unter IMC kurz. Jetzt drehe ich sie mal so langsam ein. In der Kurve werde ich ja auch was verlieren. So, ich muss jetzt ein bisschen rumtricksen hier. 8000 Fuß, ja. Wir sind doppelt so hoch wie beim normalen ILS. Das ist also reichlich. Wir sind sehr schnell, also ich hole noch ein bisschen aus. Ich kann hier einen etwas größeren Ausholer machen und mich dann da so im Kreis rein manövrieren. Ich bin zu schnell. Ja. Immer noch 8000 Fuß. Bin aber auch zu schnell. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich hole lieber ein bisschen aus. Meine optimale Speed ist 209. ILS wird gekreuzt, 13 Meilen. So, jetzt kurve ich mal ein, weil ich werde ja in der Kurve auch verlieren an Speed. Dann drehen wir mal hier den Landekurs ein, 0,80 ungefähr. Ja. Mhm. So, da verliere ich ja automatisch mehr Höhe. Ne? So. Nicht zu steil jetzt kurven. 14 miles to go. Na, Kopf rechnen. Haut das hin hier. Und Zusatzplatzrunde fliegen geht ja nicht. Und das müsste klappen. Was haben wir denn für eine Initial Altitude nochmal? 3000 Feet. Wir sind 7000. Ja. Bisschen schneller drehen mal. Ein bisschen so, ein bisschen Nase wieder hoch. Oh, ich verliere gar nicht so viel Höhe. Mhm. 15 Meilen to go. So, ich nehme mal die Klappen auf 1. Das dauert natürlich alles schon ein bisschen hier. Den auf 10. Wir sind, die Bahn ist 3600 Meter lang, also da habe ich jetzt keinen Stress. Sehen tue ich natürlich noch nichts. Ich bin teilweise unter IMC, das sehen Sie. So, ich drehe jetzt mal den Endanflug ein mit 5000. Das ist, müsste hinhauen. Kann ich mit der Speed noch ein bisschen rumjonglieren hier. So. Gehen wir mal auf den ILS. Kann er hier Approach machen? Ne, kann er nicht. Also ich habe nur einen nackten ILS. Da ist die Piste von Leipzig. 5000. 11 Meilen. Ja, ich hole mal, ich drehe ruhig noch ein bisschen. Ich kann meine Sinkrate natürlich erhöhen, wenn ich will. Das drückt mal weg hier. Ja, Land ASAP ist jetzt ein toller Hinweis, finde ich. Der kommt so richtig gut. In Rot hier. So, da ist die Piste. Ich sehe sie. Ja, ich bin zu schnell für die Rad. Nur 8 links wollen wir anfliegen. Das ist die hier, die 08 links. Da ist sie. Mhm. Mhm. 3000 Fuß, oh cool. Ja, müsste hinhauen. Gehen wir meine Flaps auf 2. Jetzt springt die Red an. Ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist. Wie heißt meine gute Pumpe hier? Berg. Die Crossfeed-Pumpe, die Hydraulik-Pumpe. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Klappen sind auf 2. Da bleiben sie jetzt auch mal. Speed is too low. Wir sind 7 Meilen, 3000 Fuß. Viel Luft ist da nicht. Gegenwind 6 Knoten. Das ist nicht das Problem. Bahn ist voraus.
Sie können das hoffentlich auch ein bisschen mitsehen hier. Wir sind natürlich laut Papi viel zu hoch, aber das ist mir wurscht. Läuft schon ganz gut. Wir sind too slow. Ja. So, wir sind auf dem Gleitweg. Alles ist gut. 2400 Fuß. Ich lasse mal das Fahrwerk bewusst draußen. Ich glaube, weil ich so viel zu verschenken habe ich ja jetzt nicht. Und ich muss relativ schnell anfliegen. Mit 180. So, 5 miles to go. 4.9 to go. Ja, Speed ist fein. 1800 Fuß. Ich habe die Höhe mal runtergedreht, dass mir die Höhe. So, Gear down. Fällt raus. Three green. Pitch trim. Ja, 180 Knots ist fein. Flaps 3. Ja, hinten die kommen nicht. Nur die Vorflügel fahren aus. Komm, Junge, komm. Speed Brakes ein bisschen raus. Kann es überhaupt gehen? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich krieg's hin. Trimmung hoch. Ja, schön, Speed ist Trimmung runter. Mhm. Kommt gut. Ein bisschen hoch. 140 Knots. Ja, sie ist schön unten. Wunderbar. Trimmung. Nase runter. Und bremsen. Emergency. So, gleich fällt mir auch die Red aus. Jawohl, herzlich willkommen in Leipzig, meine Damen und Herren. So, gleich geht hier, wird es dunkel im Cockpit. Bums. Jetzt dreht unten der Propeller nicht mehr. Ja, Sie sehen, das passiert, wenn man die Tanks leer fliegt. Aber Sie sehen, einen Grund zur Panik gibt das nicht. So, Grund zur Panik gibt das nicht. Können wir mal wieder ein bisschen entspannen hier. Machen wir Licht und dann machen wir ein kleines Debriefing machen aus der Sache. Ich setze mich mal wieder auf den anderen Sitz. Eigentlich besseres Licht. Wir haben das nämlich so eingestellt hier, dass Licht auf dem anderen Sitz ist. So. So, meine Damen und Herren. So, Sie sehen, ich schwitze nicht mal. Klar, ich habe das gewusst, dass mir jetzt die Triebwerke ausfallen, aber ich wusste nicht genau, wo und wie ich dann runterkomme. Ich habe mich hier für Leipzig Halle entschieden, den großen Airport, 3600 Meter. Sie sehen, wie die abstellen. Man muss schon viel falsch machen, um das einfach so zu ignorieren, aber es ist wie, ich habe es gesagt, bei einer Insolvenz, ne? Da muss man auch viel falsch machen, um die zu ignorieren und trotzdem kommt es vor. Und es ist auch in der Luftfahrt jetzt ein paar Mal vorgekommen, dass Triebwerke abgestellt haben, Tanks leer geflogen sind, auch schon bei einem Airbus 330. Auch das ist passiert. Auch da hat man alle Indikatoren, dass die Pumpen nicht mehr ziehen, Luft gefördert, irgendwie in den Wind geschlagen, weil man das gar nicht für möglich gehalten hat, dass nicht genug Kraftstoff in den Tanks war. Letztlich war ein Fehler beim Betanken des Flugzeuges gemacht worden. Und dann war auch noch eine Sonde defekt, ein Anzeigedefekt etc. Sie können die Unfallberichte mal vom Gimli Glider von der Air Canada bzw. von der Transat, die dann auf den Azoren notgelandet ist, mal nachlesen. Aber man kann das handeln. Sie sehen, man kann die Maschine im Gleitflug landen und so eine große Meisterleistung ist das nun wieder auch nicht. Sie wissen ungefähr, Sie haben 60 Meilen Reichweite. Das haben Sie gesehen, die hatten wir auch. Ne? Leipzig, Halle war rund 60 Meilen weg, die haben Sie gut. Da können Sie noch einen richtigen Anflug hinbasteln und dann müssen Sie im Kopfrechnen gut sein. Sie müssen die Sinkrate ständig mit der Distanz verproben, das habe ich gemacht. Und habe dann ein paar Reserven eingebaut, weil ich kann über die Reserven natürlich nachher hier, ich sag mal, ich komme lieber ein bisschen zu hoch rein und fahre dann durch Fahrwerk und Klappen meine Sinkrate etwas höher. Und ich muss natürlich mit der Anfluggeschwindigkeit über die Schwelle mit 160, 165 gehen, weil ich habe ja nichts mehr zum Abfangen. Ja, und ich kann die Klappen auch nicht voll ausfahren. So, ich bin natürlich leicht in der Regel, weil der Sprit ja alle ist. So macht man das dann. Also Sie sind dann nicht dem Tode geweiht.
Was wir hier nicht simuliert haben, ist das Handling der Sauerstoffmasken. Hier habe ich hier im Simulator nicht. Ich hätte das Erste, was ich machen muss, in der Höhe baut langsam der Druck ab. Also es ist jetzt keine Panik, es kommt keine schlagartige Dekompression, sondern es baut langsam der Druck ab. Und ich muss dann bis Level 130, 13.000 Fuß, die Masken auf dem Kopf behalten. Manche Airlines sagen bis Level 100, ich sage mal bis 1300, weil ich habe ja dann auch Sauerstoff gehabt. Und ich sink dann in die normale Atmosphäre rein, die ich zum Atmen normal nutzen kann. Das ist so Pi mal Daumen. Alles, was unter Level 300 oder 13.000 Fuß ist, können Sie dann auch noch so machen. Wenn man ganz sicher gehen will und vorgeschrieben ist, ist auch alles, was über 10.000 Fuß ist, an sich maskenpflichtig. Aber das ist ein Nebenthema. So, die Hydraulik fährt sehr langsam, nicht mehr komplett. Ich kriege die Klappen dann auch nicht mehr ganz raus. Oder nur sehr, sehr, sehr langsam. Ich habe nur eingeschränkte Speedbrakes. Ich habe quasi nur noch eine manuelle Trimmung. Die muss ich dann auch mal benutzen, bitteschön, und den Druck wegtrimmen. Ich muss gucken, wie die Maschine sich verhält. Ich habe nur noch eine Seite instrumentiert, deswegen habe ich die auch gewechselt. Jo, ich habe ihn versucht, das auch ein bisschen vom Display mitzufilmen. Ich schneide das jetzt zusammen, dauert ein paar Tage. Sehen Sie sich mir nach. Jetzt, heute ist kurz vor Ostern, wir haben den Dienstag vor Ostern, 4. April. Und Wetter war gut, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass ich nicht in IMC, No Icing hatte und so weiter. Dann wird die Sache natürlich richtig spannend. Ne? Ja. Aber man kann ja nicht nur Pech im Leben haben. So, wie gesagt, ich habe die Tanks heute bewusst leer geflogen. Ich bin in Hamburg mit über 1000 Kilogramm zu wenig bewusst gestartet. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.